In diesem Podcast behandeln wir den Untergang der mykenischen Kultur. Um 1200 vor Christus sehen wir die mykenische Welt im Niedergang begriffen. Dabei passiert nicht alles gleichzeitig. Pylos wird beispielsweise früher zerstört als Tiruns und Mykene. Der Niedergang ist ein langwieriger Prozess, der sich über 150 Jahre lang hinzieht und ist auf jeden Fall multikausal zu verstehen. Früher war man der Meinung, dass Eindringlinge von außen, die Dora, die Zerstörungen verursachten. Und tatsächlich greifen wir mancherorts Neuankömmlinge. Zudem geht zeitgleich auch das Hethiterreich unter. Es finden also tatsächlich große Bevölkerungsbewegungen im östlichen Mittelmeerraum statt. Sie leiten die sogenannten dunklen Jahrhunderte ein. Die archäologischen Befunde sind alles andere als einheitlich. Es gab Zerstörungen, das Auflassen von Siedlungen, zum Beispiel Gla oder Krissa, aber es gab auch immer wieder Neuanfänge. Lefkandi scheint in dieser Zeit geradezu zu wachsen. Wahrscheinlich richten zuerst die Seevölker, die im Alten Testament als Philister auftauchen, die ersten Zerstörungen an und ziehen dann weiter. Es fällt auf, dass man auf den Kykladen keine Zerstörungshorizonte aus dieser Zeit findet. Waren die Kykladen also die Basis der Seevölker? Danach stoßen indoeuropäische Neuankömmlinge in das Machtvakuum vor. Wir sollten hier noch nicht gleich von Doren sprechen, denn die Ethnogenese findet wohl erst in Griechenland statt. Das Verhältnis der Neuankömmlinge zu den Mykenern ist schwierig zu fassen. Zum Teil gab es kriegerische Auseinandersetzungen. Auch Umgruppierungen der bestehenden Bevölkerung sind möglich. Mancherorts bleibt die mykenische Kultur aber unberührt, wie zum Beispiel in Attika. Erst jetzt bilden sich die späteren griechischen Dialekte heraus. Die mykenische Staats- und Gesellschaftsstruktur lösen sich auf. Und mit ihr verschwindet auch Linear B. Wie lassen sich nun die großen Bevölkerungsbewegungen bzw. der starke Bevölkerungsrückgang in manchen Gebieten erklären? Messenien verliert in jener Zeit rund 90% seiner Einwohner. Wahrscheinlich gab es Naturkatastrophen, wie Erdbeben und Ernteausfälle aufgrund von Dürren. Aufgrund knapper werdender Nahrungsmittelressourcen muten innere Auseinandersetzungen plausibel an, also Aufstände der unterdrückten Bevölkerung gegen die Palasteliten, bürgerkriegsähnliche Szenarios und natürlich auch Kriege zwischen den mykenischen Herrschaftsbereichen. Eindringlinge von außen sind ebenfalls nicht zu leugnen. Sie profitierten wohl von der Schwäche der mykenischen Gemeinwesen. Doch auch diese Invasionstheorie wirft ihre eigenen Fragen auf. Warum waren die mykenischen Streitwagenkämpfer den Angreifern aus dem Norden dauerhaft unterlegen? Brachten die Männer aus dem Norden wirklich eine neue Kampftechnik mit, die das Hethiterreich zu Fall brachte und sogar Ägypten in Bedrängnis brachte? Man wird sich eine komplexe Gemengelage von Gründen vorstellen müssen, mit mehreren Einwanderungsschüben, die mehr oder weniger kriegerisch verliefen und die mykenischen Herrschaftsgebilde aufgrund deren struktureller Schwäche zum Kollabieren brachte. Dabei müssen wir regional mit stark divergierenden Tendenzen rechnen. Die Katastrophe kam also nicht plötzlich, sondern ist das Ergebnis einer lang anhaltenden Instabilität. Noch eine Überlegung der Mykenologen zum Abschluss. Meist reagieren Menschen auf Bedrohungen von außen mit Trotz und Widerstandsfähigkeit. Man versucht, das Zerstörte wieder aufzubauen. Hier geschieht dies nicht mehr. Die Untertanen der mykenischen Reiche scheinen den Glauben an diese Herrschaftsform verloren zu haben. Sie konnten sich wohl nicht mehr mit der Palastwirtschaft identifizieren. Was also verloren ging, war der gesamtgesellschaftliche Basiskonsens. Damit war der Untergang dieses Systems besiegelt. Man diskutiert auch heute noch viel über die Brüche bzw. Kontinuitäten von der mykenischen zur späteren griechischen Welt. Und ganz sicher gibt es einige Kontinuitätslinien, gerade im Bereich der Sprache und der Religion. Insgesamt aber ist die Gesellschaft, die wir aus den Tontäfelchen rekonstruieren können, um 1200 untergegangen. Die Folge war ein enormer Kulturabfall. Die materielle Verarmung ist archäologisch zu greifen. Linear B gerät in Vergessenheit. Es folgt eine lange schriftlose Periode bis ca. 800-750 vor Christus. Diesen Zeitraum nennen wir die dunklen Jahrhunderte. Wir kommen zum nächsten großen Abschnitt der Vorlesung, Kapitel 4, Troja,
alte und neue Kämpfe. Der Trojanische Krieg gehört zum Grundbestand europäischer Mythenerzählungen und europäischen Bildungsgutes sowie zu unserem kulturellen Gedächtnis. Seine höchst umstrittene Historizität und die damit zusammenhängenden Fragen sind aktueller denn je, wie die Berichterstattung in den Medien gerade seit 2001 deutlich zeigt. Ich möchte zunächst in einem ersten Schritt auf Troja eingehen, die Stadt und vor allem die Geschichte ihrer Ausgrabung. In einem zweiten Schritt möchte ich dann auf Homer und seine Dichtung und ihre spezifischen Probleme eingehen. In einem dritten Schritt möchte ich dann versuchen, diese beiden Ebenen zusammenzubringen. Sie werden sehen, dass dies nicht gelingen wird. Die Gründe hierfür werden lehrreich sein und die neueren Debatten um die Stellung und Bedeutung der Stadt am Skamander und die Herkunft Homers in einen größeren Kontext stellen. Um es vorweg zu sagen, weder aus Sicht der Altphilologie noch aus Sicht der Archäologie oder alten Geschichte kann von einem historischen trojanischen Krieg die Rede sein. Vielleicht ist der Kern der Sage ein viel unspektakulärer Einwanderungsvorgang von Griechen in der Troas ab dem 11. Jahrhundert. Zur Forschungs- bzw. Grabungsgeschichte. Seit dem 11. Jahrhundert nach Christus suchten europäische Reisende Troja in den Ruinen von Alexander Troas bzw. Sigeion. Ab 1750 suchten Engländer unter dem Einfluss der Ilias-Übersetzung von Alexander Pope den Ort. Graf Choiseul Gouffier ließ als französischer Gesandter an der Hohen Pforte die ersten Karten der Troas anfertigen. 1785 glaubte Jean-Baptiste Le Chevalier, den Ort der Sage auf der Anhöhe Balidac gefunden zu haben, beim Dorf Pinabarsi. 1801 wies schließlich Edward Clarke aufgrund von Münzfunden nach, dass der Hügel Hissalik, 4,5 Kilometer von den Dardanellen entfernt, das antike Ilion war. 1822 kam Charles MacLaren, ein schottischer Verleger und Hobbyarchäologe, zum gleichen Ergebnis. Mit seinen Schriften inspirierte MacLaren den jüngsten Sohn der Familie Calvert, welcher der Hügel gehörte, zu eigenen Forschungen. 1863 bis 65 nahm Frank Calvert die ersten Probegrabungen vor und war überzeugt, Troja in Hissalik gefunden zu haben. 1868 kam dann Heinrich Schliemann in die Troas. Er war Kaufmann, kein ausgebildeter Archäologe und kannte den damaligen Forschungsstand nicht. Frank Calvert machte ihn schließlich auf Hissalik aufmerksam. Schliemann entfaltete nun zwischen 1817 und 1890 eine rastlose Ausgrabungstätigkeit, bei der er auch viel zerstörte, weil er schnell, zu schnell, zum Felsen, zu den ältesten Schichten vordringen wollte. Allerdings muss man ihm zugute halten, dass es noch keine Vorbilder gab, die Feldforschung noch in den Kinderschuhen steckte und er auch im Laufe der Zeit lernte und besser wurde, wie seine Tagebücher zeigen. Schliemann war ein Meister der Selbstinszenierung und liebte kühne und voreilige Schlussfolgerungen. Er hielt die zweite Schicht für das Troja Homers und glaubte, den Schatz des Priamos gefunden zu haben. Heute wissen wir, dass diese Schicht rund 1000 Jahre älter ist als die Schicht, in der ein vermeintlicher trojanischer Krieg stattgefunden haben könnte. Nach dem Tod Schliemanns übernahm Wilhelm Dörpfeld die Grabung. Auch für Dörpfeld war die Historizität des trojanischen Krieges nicht hinterfragbar. Er identifizierte aber Troja 6 als die entscheidende Schicht. 1932 bis 1938 gruben dann die Amerikaner unter Leitung von Carl Blegen von der University of Cincinnati. Insgesamt unterscheiden wir heute 9 bzw. 10 Schichten mit ca. 50 Bauphasen als Untergliederungen. 1988 nahm der Tübinger Prähistoriker Manfred Korfmann die Grabungen wieder auf, in Zusammenarbeit mit der University of Cincinnati. Seit Korfmanns Tod im Jahre 2005 steht die deutsche Grabung unter Leitung von Ernst Pennica. Korfmanns Hauptbefund war, dass Troja 6 eine große Untersiedlung im Süden und Osten der Zitadelle gehabt habe. Eine Hypothese, die vor allem von Frank Kolb, Professor für Alte Geschichte in Tübingen, heftig angezweifelt wurde und noch immer wird. Bevor wir auf diese Kontroversen etwas näher eingehen, möchte ich in aller gebotenen Kürze die neuen Schichten Trojas kurz vorstellen. Ich lehne mich hier an die Schriften des Kölner Archäologen Dieter Hertel an. Troja 1 aus der ersten Hälfte des dritten Jahrtausends war ein kleines Dorf,
das dem ägäisch-westanatolischen Kulturkreis angehörte. Troja II weist mehrere Megara auf. Eine Untersiedlung war von einer Palisade umgeben. Hier fand sich der berühmte sogenannte Schatz des Priamos. Troja 3 bis 5 ist dann weniger wohlhabend. In der Zitadelle sind die Häuser dicht gedrängt. In Troja 3 war die Mauer von Troja 2 wohl immer noch in Gebrauch. Troja 4 weist nun eine Fläche auf, die sich im Vergleich zu den vorherigen Schichten verdoppelt hat. In Troja 5 wächst die Stadt weiter. Es finden sich minoische Importe. Die Schichten 3 bis 5 wurden von Schliemann stark zerstört. Diese fünf ältesten Schichten gehören der frühen Bronzezeit an. Die mittlere und spätere Bronzezeit umfasst die Schichten 6 bis 7b2, 1700 bis etwa 1020. Troja 6 ist dabei die größte und prächtigste Stadt, in der wir 8 Bauphasen greifen können. Dörpfeld hielt Troja 6 für das homerische Troja, das Troja der Ilias. Kern von Troja 6 ist die Burg, die die Vorgängerbauten in den Schatten stellt. Die gewaltige Befestigungsmauer ist 550 Meter lang und hat einen Durchmesser von 220 Metern. Die Anlage im Inneren ist terrassenförmig. In der Mitte der Zitadelle gab es einen Palast und einen Kultbezirk. Die Häuser waren sehr groß. Die Häuser außerhalb der Mauer, die aber nah an die Mauer herangebaut waren, waren kleiner als die Häuser in der Zitadelle. Je näher man also an der Macht wohnte, desto größer wurden die Häuser. Korfmann glaubte, in dieser Schicht eine Unterstadt bzw. Untersiedlung entdeckt zu haben. Kolb stellt sich dieses Umland eher als Gartenland vor, mit einzelnen Gehöften. Diverse Gräben und Mauerreste wurden von Korfmann zunächst als Annäherungshindernisse bzw. als weitere Stadtmauern gedeutet, eine These, die sich nicht halten ließ. Es ist schwierig, die Bevölkerungszahl von Troja 6 zu berechnen. Manche Forscher gehen heute von ca. 7000 aus. Korfmann wollte diese Stadt als orientalische Metropole verstanden wissen, als Residenzstadt und Handelszentrum. Doch ein Vergleich mit der Hethiter-Hauptstadt Hattusha lässt dies nicht zu. Vor allem fehlt in Troja der Beleg für buchhalterische Tätigkeit, Archive und Magazinierungspolitik. Troja muss also ein viel bescheidenerer Fürstensitz gewesen sein. Obgleich die Architektur anatolisch ist, scheinen die Bande zwischen Troja und dem Hethiterreich nur schwach ausgeprägt gewesen zu sein. Fazit ist also, Troja 6 war keine altorientalische Residenzstadt, kein spätbronzezeitliches Zentrum des Welthandels, sondern nur ein regionaler Mittelpunkt. Troja 6 ging dann in einem Großbrand unter, allerdings finden sich keine Waffen. Die Stadt wurde wohl durch ein Erdbeben zerstört. Der Untergang datiert sich zwischen 1300 und 1250. Die Trojaner bauen nach dem Brand Troja wieder auf. Troja 7a entsteht. Die Häuser sind nun allerdings kleiner, die Wände dünner als vorher. Die Besiedlung ist insgesamt dichter als in Troja 6. Es gibt keinen Kulturbruch, aber alles verläuft auf einem niedrigeren kulturellen Niveau. Auch Troja 7a wird durch einen Brand zerstört, wohl um 1190 oder 80, aber nur wenig deutet auf eine kriegerische Zerstörung hin. Es ist aber möglich, dass Feinde von außen, vielleicht die Seevölker, die Stadt niederbrannten. Leute aus dem Balkan ließen sich offensichtlich in Troja 7b1 nieder. Die Zäsur zur nächsten Schicht ist scharf. Blegen und Korfmann hielten übrigens Troja 7a für das homerische Troja, eine These, die auch heute noch Anhänger findet. Beide Schichten von Troja 7b zeigen eine neue, primitive Keramik, das heißt, Menschen von außen müssen zugezogen sein, wahrscheinlich aus dem thrakisch-illyrischen Raum. Beide 7b-Schichten gingen in Bränden unter, die wieder nicht als kriegerisch verursacht einzustufen sind. Einige halten aber 7b1 für das homerische Troja. Mit 7b2, das sich nicht wesentlich von 7b1 unterscheidet, endet die Bronzezeit um 1020. Im Schutt von Troja 7b, eine nähere Zuordnung ist leider nicht möglich, fand man ein luwisches Bronzesiegel, woraus Korfmann und der klassische Philologe Latatsch folgerten, dass man in Troja luwisch sprach, also eine Sprache, die dem Hethitischen verwandt ist. Dies kann, muss aber nicht so sein, denn das Siegel kann auch von außen nach Troja gelangt sein. Vielleicht darf man in Troja durchaus Mehrsprachigkeit annehmen, da es ja am Schnittpunkt von Kulturen lag.
für Troja 6 bis 7b2 liegt kein Hinweis auf eine mykenische Eroberung vor. Es finden sich weder Rampenreste noch Schiffslagerbefestigungen an der Küste. Nur Troja 7a könnte von Seevölkern oder Dardanern aus dem Balkan zerstört worden sein. Nichts deutet auf ein mykenisches Koalitionsheer hin. Allerdings konnte Hertel zeigen, dass die Griechen den Untergang von 7b2 nutzten, um selbst auf Hissalik zu siedeln. Troja 8 ist dann bereits eine griechische Stadt und markiert ab 950 den Beginn der Eisenzeit. Die Einheimischen wohnen nun mit Griechen zusammen. Altes steht neben Neuem. Die Mauer von Troja 6 diente weiterhin als Bollwerk. Den Griechen muss diese Mauer gewaltig vorgekommen sein. Dies begünstigte natürlich die Sagenbildung. Troja 9 ist dann die römische Stadt. Noch im 9. Jahrhundert nach Christus war die Stadt ein byzantinischer Bischofssitz, das ist dann Troja 10. Bis ins 13. Jahrhundert war sie bewohnt, dann wurde sie aufgelassen und verfiel. Hertel stellt sich nun den Kern des Troja-Stoffes so vor. Griechen aus Mittelgriechenland versuchten im 11. oder 10. Jahrhundert Troja 7b2 zu erobern, aber erfolglos. Die große, unüberwindbare Mauer blieb ihnen in dauerhafter Erinnerung. Erst durch ein Erdbeben waren die Trojaner dann so geschwächt, dass sie den Griechen nicht mehr Widerstand leisten konnten, die sich nun neben der einheimischen Bevölkerung niederlassen. Ein leicht anderes Szenario ist ebenso plausibel. Es gab überhaupt keinen griechischen Angriffsversuch, weil die Mauern als unüberwindbar galten. Erst die Naturkatastrophe erlaubte eine weitgehend friedliche Landnahme der Griechen, die sich dann einen ideologischen Mythos für die Landnahme schufen und diese Landnahme heroisierten, also kriegerisch überhöhten. So könnte es natürlich gewesen sein, doch spricht dem entgegen, dass die Griechen Homers Troja zwar zerstören, dann aber gerade nicht dort siedeln, sondern wieder nach Hause fahren. Eine Landnahme ist mit den Epen gerade nicht zu erklären. Vielfach wurde angenommen, dass es mehrere mykenische Beutezüge in die Troas gegeben habe, die Homer dann zu einem einzigen Krieg kondensierte, so zuletzt von Korfmann geäußert. Abgesehen davon, dass damit die Historizität des Trojanischen Krieges wieder vom Tisch ist, würde dieses Szenario voraussetzen, dass Troja für die Mykener ein lohnendes Ziel war. Aber nach all dem, was wir heute wissen, war es das gerade nicht. Troja war gerade kein exponiertes, reiches und strategisch wichtiges Ziel. Gerade die jüngsten archäologischen Forschungen scheinen also die Historizität eines Trojanischen Krieges in noch weitere Ferne als je zuvor gerückt zu haben.